zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es soll eigentlich relativ kurz sein, es geht lediglich um die Vorstellung einer Runde mit mir zusammen und Max Neukirchner. Wir waren ja ein paar Mal schon gemeinsam unterwegs und im Oktober waren wir gemeinsam 2 Wochen in Spanien und haben, als wir mal Zeit hatten, in Almeria gemeinsam mal 2-3 Runden gedreht. Ich wollte auch mal ein Video von mir haben, wie Max quasi hinter mir fährt, damit ich sehe, wie das von hinten denn so aussieht, weil man sieht sich ja selber eher selten von hinten und das war natürlich eine gute Gelegenheit. Wir hatten eine Top-Veranstaltung von Valentinos organisiert, das war die WIP mit Friends, Driving with Friends oder irgend sowas. Und da waren lediglich, ich glaube, 20, 25 Teilnehmer. War natürlich optimal, wir hatten 5 Tage lang Open Pit Lane. Und das war natürlich mega entspannt. Das Einzige, was relativ schwierig war, durch das, dass nur es waren zwar nur 25 Teilnehmer, aber da war halt alles dabei, von Anfängern bis Fortgeschrittenen und auch ein paar Schnelle. Also eigentlich nur 2 oder 3. Und somit hatten wir halt wirklich, mussten wir echt aufpassen und es war selten mal eine freie Runde, aber wir hatten 1-2 freie Runden. Und wenn wir mal auf jemanden aufgestoßen sind, dann mussten wir halt wirklich ein bisschen vom Gas runtergehen und einfach an dem so vorbeifahren, dass der nicht einen Herzinfarkt bekommt und ja, ein bisschen mit Kopf mitfahren. Also ich bin ja ein bisschen unterstützt von Valentinos und ich will ja nicht mir irgendwie hier den auf Bayerisch gesagt, den Schiefern einziehen und da irgendjemand runterfahren. Auf jeden Fall, Max und ich gingen raus, er hat ein Video von mir gemacht. Zu seiner Verteidigung, das sieht so aus auf dem Video, als wenn Max nicht hinterherkommen würde. Ist teilweise auch so, aber nur am Kurvenausgang, sein Reifen war schon so dermaßen runter. Und so langsam bin ich jetzt auch wieder nicht, dass das egal wäre. Also der musste schon richtig andrücken. Wir sind, glaube ich, gefahren 1,41, 1,42, sowas in der Richtung. Jedoch mit Verkehr, also ich denke, da wäre schon eine tiefe 1,40 wäre schon möglich gewesen. Ja. Also schaut euch das Video an, viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Wenn man sieht, Top-Wetter, mal gemütlich einrollern. Ich bin da eher so der Typ, der die erste Inlap quasi sehr gemütlich fährt. Also in Anführungszeichen. Aber es lässt auch nicht lange auf sich warten. Dann fangen wir an, ein bisschen Gas zu geben. Das sieht man schon, trotz alledem sehr viel Schräglage. Hier ist wichtig, den Punkt zu treffen, dass man hier wieder schön reinkommt. Und dann hier in einem Radius, wenn möglich, über diese blinde Kuppe hier fährt. Da kommt jetzt genau das, was ich vorher angesprochen habe, mit den etwas langsameren Fahrern, muss man sehr aufpassen. Da ist wichtig, den Schwung mitzunehmen. Und da, dass man da dann richtig rausziehen kann, spät auf der Bremse, rechts bleiben und voll raus über die Kuppe. Anbremsen auf die Schikane ist sehr tricky. Auf dem Curb hier hat am Tag vorher geregnet, war ich mir nicht so sicher, wie viel Grip der hat. Hier ist jetzt wichtig, richtig Schwung mitzunehmen auf die Gegengerade. Das ist Max nicht so gelungen, aber sein Hinterreifen war schon wirklich tot. Es ist ein Wunder, dass der überhaupt noch so fahren hat können mit dem Reifen. Aber hier auf der Bremse hat er mich gleich wieder gehabt. Das kann er. Obwohl er da dann weit ging. Hier ist wichtig, schön von außen rein auf die Startziel, richtig Schwung mitnehmen. Und weit raus auf der Bremse und bis rein. Hier den Scheitelpunkt sehr spät setzen, sehr spät innen am Körb. Max macht das ein bisschen besser wie ich. Hier müsste man auch noch ein bisschen weiter raus, ist aber tricky. Spät innen und relativ spitz auf das Omega zu. Und dann schön nach außen treiben lassen. Und wieder zurückkommen. Ellbogen am Boden, sehr schön. Das ist hier eigentlich wie so ein Ping-Pong-Spiel. Man muss wirklich von einem Eck zum anderen springen. Auch von ganz außen rein, richtig mit Schwung. Hier auch mehr links jetzt bleiben und nicht bis nach ganz außen, um einfach
den besseren Anschluss auf die nächste Kurve zu haben. Hier wieder ganz rechts. Und da am besten eigentlich so im dritten Gang beschleunigen, weil der zweite hier zu viel Wheelspin verursacht. Das ist mehr so smooth hier auf der Bremse. Da vorne ist der Erik. Den hätte ich fast abgeschossen, glaube ich. Ja, da musste ich dann nochmal korrigieren, weil der blieb innen, obwohl ich dachte, er lässt sich nach außen tragen. So, anbremsen. Innen bleiben, so gut wie es geht. Schnell umlegen, Schwung mitnehmen und wieder voll ans Gas. Hier ist wirklich wichtig, dass man den Platz nach außen hier mitnimmt, um die Kurve und den Radius der Kurve so groß wie möglich zu machen. Spät innen sein, jetzt und wieder eine Gerade raus aus der Kurve. Und spitz zu auf das Omega. Am Eingang innen nach außen tragen und wieder zurück. Und dann hier schon wieder voll ans Gas. Das muss noch einmal so richtig aufgemacht werden. Die blinde Kuppe ist natürlich schwierig hier zu treffen. Aber da muss man sich vorher schon einen Punkt ausmachen, den ich einfach anvisiere. Und wenn ich den dann treffe, dann bin ich auf der sicheren Seite, dass ich nicht nach der Kuppe Böses überraschen habe. Ja, da musste man wieder ein bisschen warten. Sonst wäre der zu sehr erschrocken. Das ist natürlich dann die Linie beim Teufel, ne? Aber die Schikane hier ist richtig tricky, weil du musst auf dem Curb anbremsen und das Vertrauen zu dem Curb auf der Bremse, das war jedes Mal Überwindung. Hier auch spät innen, um so gut wie es geht rausbeschleunigen zu können. Naja, die Gerade ist eher selbsterklärend. Innen bleiben, schnell umlegen und wieder Feuer. So, jetzt haben wir wieder Verkehr. Ein Top Superbike-Instruktor mit dem Schüler. Da muss man immer vorsichtig sein. Damit die nicht erschrecken, da habe ich mir gedacht, naja, dann bleibst du mal noch dahinter zur Vorsicht. Nicht, dass der hier runterfällt. Ja, fahren wir hier gemütlich vorbei. Den Instruktor noch. Den haben wir dann außen mitgenommen. Aber der muss das abkönnen. Okay, da ist dann der nächste und ja, da haben wir dann eigentlich abgebrochen mit dem Turn, weil. Da ist dann die Runde sowieso na, beim Teufel und dann haben wir lieber ein Rebriefing mit dem Video gemacht. Max hat mir ein paar Tipps gegeben, wie man das noch verbessern kann. Es waren ein paar Kleinigkeiten, wirklich ein paar so zentimeterweise Linien noch ein bisschen mehr ausnutzen. Ein bisschen später bremsen tatsächlich noch möglich. Ich bin sehr stark am Rausbeschleunigen auf der Bremse eher. Kommt auf die Geschwindigkeit drauf an, aber von einer hohen Geschwindigkeit auf eine langsame Kurve. Ist es natürlich sehr schwierig einzuschätzen, wo bremse ich, wie hart diese Punkte wirklich zu haben, vor allem nach der Gegengeraden mit knapp 300 km/h wirklich den Bremspunkt genau zu treffen, bremst du automatisch eigentlich immer lieber ein bisschen zu früh als zu spät und dann ja, verlierst du die Zeit. Aber gut, das kommt wahrscheinlich noch irgendwann. Also, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ciao.